Und dann sagt er, wal Quran hujjatun laka wa alayk, der Koran ist entweder ein Argument für dich oder gegen dich. Das heißt, der Koran wird entweder für dich einstehen und sprechen, oder er wird gegen dich stehen, ein Kontrahent sein und gegen dich sprechen. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu shafi'un mushaffa'. Der liest den Koran, denn er ist ein Fürsprecher, dessen Fürsprache nicht abgelehnt wird. Na. Und dann sagt er abschließend, kullu an-nas yaghdu fabai'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Jede Seele steht auf, müht sich ab. Jede Seele steht auf und müht sich ab und verkauft sich. Jeder verkauft sich. Entweder befreit er sie oder er verdirbt sie.